Ich habe für den heutigen Nachmittagabend die Chance ergriffen, wie ich erstmalig von dem Thema GNU Health gehört habe und wie der Edgar im Endeffekt die Meetup-Gruppe eröffnet hat, habe ich gesehen, Open Source Software, sehr interessant, der Hintergrund auch interessant. Und haben wir ganz einfach einmal ihn angeschrieben und gesagt, okay, was kann man da tun? Können wir vielleicht in Zukunft was gemeinsam machen? Zu meinem Hintergrund, ich bin im Pre-Sales tätig für Linux und Virtualisierung bei Oracle. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, Oracle und Open Source Software, das ist ganz was Komisches. Aber es gibt in der großen Oracle auch einen kleinen Bereich, der sich mit Open Source Software beschäftigt. Wir haben ein eigenes Betriebssystem, das ist Oracle Linux und Oracle VM als Virtualisierung. Und die Dinger sind Open Source, frei verfügbar, frei zu nutzen. Und so sind wir eigentlich ins Gespräch gekommen, dass ich gesagt habe, okay, man könnte dieses Open-Source-Produkt nehmen, weil es ein Enterprise-Produkt ist, wo es käuflich einen Support gäbe, den man aber nicht nehmen muss, wenn man das jetzt nur irgendwie jetzt einmal so für Testinstallationen macht. Und dann habe ich gesagt, dann würde ich gern die Software auch ausprobieren, sagen, okay, eine freie Software auf einem freien Betriebssystem. Und so sind wir im Prinzip zusammengekommen und wie ich von dem heutigen Termin gehört habe, habe ich gesagt, okay, dann würde ich die Chance ergreifen und 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten gerne interaktiv mit Ihnen ein bisschen das Thema zu behandeln. Ich bin wie gesagt seit 1987 in der IT, also ich denke mal, könnte sagen, alter Hase. Ja, Background ist von Servern über Storage, Virtualisierungen, Netzwerke, also ich habe alles schon gemacht. Zertifizierungen ohne Ende. Für GNU Health bin ich im Prinzip Neuling. Ich habe das Produkt, wie gesagt, ich weiß nicht, wann hast du die Gruppe gestartet? Im Jänner, glaube ich. Genau. Anfang Jänner. Und wie ich das gesehen habe, haben wir dann auch schon langsam einmal gedacht, okay, laden wir es runter, gehen wir auf die Demo-Seite, schauen wir es uns an. Von arzttechnischer Seite oder von der medizinischen Seite habe ich eigentlich keine Ahnung. Ich habe mich dann halt ein bisschen durchgeklickt und habe gedacht, schaut interessant aus und wollte das Ganze dann einmal nachbauen. Auf das komme ich dann ein bisschen später. Was ich beginnen wollte, vieles ist vorweggenommen worden, aber ich habe ein paar so Überbegriffe, weil ich nicht weiß, aus welchen Ecken sie wirklich kommen. Ganz einfach gesagt, okay, wir sprechen hier über Open Source Software und über freie Software und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich stelle ein paar Folien zusammen zu den Themen. Einmal, was ist Linux? Und es wurde schon auf einer vorigen Slide erwähnt, dass das Ganze GNU-Linux heißt. Weil Linux ist eigentlich nur der Kernel. Und den Kernel kann jeder nutzen. Und diese GNU Foundation, die eben von Richard Stallman gegründet wurde, ist eigentlich eine Software-Sammlung an freier Software, die zum damaligen Zeitpunkt, wie das gegründet wurde, einen anderen Kernel verwendet hat. Diese Entwicklung hat sich dann irgendwie nicht ganz im Sand verlaufen, aber es hat nicht so richtig hingehauen. Und zu diesem Zeitpunkt ist der gewisse Linus Torvalds dahergekommen, der Finne, und hat den Linux-Kernel entwickelt. Und die GNU Foundation hat sich dann überlegt, was können wir für passende Umgebung nehmen, damit das Ganze wirklich so sauber läuft, und haben dann den Linux-Kernel, also sprich den von Linus Torvalds geschriebenen Kernel genommen und in diese ganze Software, also ein Softwarepaket quasi gebaut. Und grundsätzlich spricht man von GNU Linux, aber das GNU wird heutzutage fast immer weggelassen. Also wenn jemand von Linux spricht, meint man im Normalfall eine Sammlung von Software mit einem Kernel. Der Kernel stellt im Prinzip nichts anderes dar als die Verbindung der Hardware. Gibt es einen Server, der hat Netzwerk drinnen, der hat CPU, Memory und so weiter, und damit diese angesprochen werden kann von irgendeiner Software, gibt es eben diesen Kernel, der macht das.
Was kann Linux so Schönes oder warum war es damals so interessant zu diesen Zeitpunkten oder zu diesem Zeitpunkt, wo der Linux-Kernel geschrieben wurde, war das Thema Multitasking, Multi-User, Multiprozessor eigentlich noch ja, nicht mal in den Kinderschuhen. Das war quasi nur für große Firmen, die große Unix-Rechner oder Hosts hatten, war das ein interessantes Thema. Für den Kleinen, für einen PC war das ja, nicht existent. Da kann man vielleicht, erinnert sich der eine oder andere, kam die IBM mit einem OS 2, das war so ein bisschen in die Richtung Multi-User, Multitasking, aber als Multiprozessor war noch gar, eigentlich noch gar nicht da. Da hat der PC oder auch Server einen Prozessor gehabt. Und das hat eben Linux damals schon unterstützt. Heutzutage zwei Socket-Server oder so ist ganz normal. Und mittlerweile die aktuellen Windows-Releases haben eigentlich auch kein wirkliches Problem mehr damit. Aber wie gesagt, daher kommt die ganze Geschichte. Linux hat halt einen riesen Vorteil, dass man, oder hatte damals den riesen Vorteil, dass man in Command Line betreiben konnte. Das heißt, man hat im Prinzip, sage ich mal, einen seriellen Schirm gehabt als Output und hatte dort im Endeffekt über eine Tastatur das Betriebssystem administrieren können. Und das war halt das Schöne. Man hat natürlich auch mit einem VGA-Schirm einen Desktop machen können, aber das konnten damals eigentlich kaum Betriebssysteme. Heute gibt es auch für Microsoft Windows das eine oder andere, das nennt sich dann Core-Version, dass man ganz einfach eine abgespeckte Version auch über Command Line bedienen kann. Aber das war halt ein Feature von Linux, warum es auch so interessant war. Ein Riesenvorteil, der auch heute noch gilt, ist das Thema verschiedenste Plattformen, also sprich Prozessorarchitekturen. Windows war eigentlich immer irgendwo auf x86 basierter Hardware zum Laufen zu kriegen. Das heißt im Endeffekt AMD, Intel, früher hat es noch gegeben an Cirix-Prozessor und so weiter, aber die waren alle im Prinzip in der gleichen Architektur und viele Prozessorhersteller hat es gegeben, auch die eben andere Architektur herstellen, wie zum Beispiel IBM mit dem Power-Prozessor oder die ganze RISC-Architektur. Die ARM-Prozessoren kennt wahrscheinlich jeder, in jedem Smartphone ist heutzutage irgendein kleiner ARM-Prozessor drinnen. Und wenn man hernimmt irgendwelche Router oder Set-Top-Boxen, also sprich SAT-Receiver oder so weiter, die haben meistens einen ARM-Chip drinnen und dort läuft auch hauptsächlich Linux drauf. Wie gesagt, das ist die Geschichte. Was es natürlich kann, ist es schnell und vor allem stabil, weil es ganz einfach einen irrsinnig stabilen Kernel hat. Und ja, also so Themen, wie man immer wieder gehört hat, auch im Windows-Umfeld, Bluescreen und so weiter, gibt es bei Linux ganz, ganz selten. Und wenn man Patches einspielt, ist bei Linux eher so, die kann man einbringen und die sind aktiv. Windows muss man hauptsächlich dann durchstarten und das ist halt auch in vielen Umgebungen nicht gewollt, beziehungsweise ist es auch nicht möglich. Ja, und was es noch ist, es ist kostenlos, es ist Open Source. Auch der Kernel, also wie gesagt, die gesamte Geschichte, das GNU, also die GNU-Umgebung und eben Kernel. Alle Quellcodes sind frei zugänglich und wie gesagt, der Vorteil ist, jeder kann an der Weiterentwicklung mitarbeiten. Das ist eigentlich der Riesenvorteil, dass man sagt, okay, es ist offen und wenn jemand auf die Idee kommt und sagt, ich entwickle vielleicht Beispiel neue Hardware und diese Hardware möchte ich, dass vom Linux angesprochen werden kann oder vom Kernel, dann kann man im Endeffekt den Kernel um diese Erweiterung modifizieren. Man muss sich natürlich an die GPL halten, also GNU Public License und stellt die Änderungen oder diese Zusätze, die man selbst programmiert hat, zur Verfügung. Dann wird entschieden, kommt es in den Kernel oder nicht, aber wenn es eine sinnvolle Erweiterung ist, wird es reinkommen und in der nächsten Kernel-Release ist es drinnen und man hat dann quasi für sich, kann man behaupten, man hat an der Linux-Entwicklung selbst weiter oder mitgemacht. Dann kommen wir zum zweiten Punkt eben, was ist Open Source? Der ganz wichtige Punkt ist, der Quelltext für Open Source muss zugänglich sein, das heißt, man muss nachlesen können, was macht die Software. Das vorher angesprochene Security Hole von Windows, das nie entdeckt wurde,
weil es proprietäre Software ist, man konnte es nicht nachlesen und im Endeffekt ist genau das die Geschichte. Also es gibt zum Beispiel Open Source Virenscanner. Da kann man definitiv auch in den Source Code, wenn man möchte, reinschauen, was macht die Software. Spioniert mir die vielleicht aus? Tut sie es nicht. Aber wenn der Source Code, also sprich der Quellcode, offen ist, kann man das einsehen, kann es auch ändern, wenn man einen sinnvollen Grund findet und sagt, das gefällt mir so nicht, ich möchte es ändern, kann man diese Änderung machen, gibt die Informationen in die Community zurück. Und das ist der Sinn von Open Source Software. Also wie gesagt, der zweite Punkt, jeder, und da sage ich wirklich jeder, Privatpersonen, Firmen, kann Open Source Software schreiben, wenn man sich an die Richtlinien, also das ist im Prinzip die GNU-GPL, wenn man sich an die hält, ich meine, es gibt andere Lizenzrichtlinien auch noch, es gibt der Lesser GPL und es gibt der Copyleft und so weiter, aber da will ich jetzt nicht in die Tiefe gehen, das kann man nachlesen, aber wenn man sich an diese Richtlinien hält, kann man jederzeit mitmachen und in Open Source Software mittun. Die Software darf genutzt, kopiert und weitergegeben werden. Das ist ja schon angesprochen worden. Das ist ja auch bei GNU Health so. Das heißt, wenn man draufkommt, da ist ein Bug drinnen oder man braucht vielleicht jetzt für, wenn es in Österreich funktionieren würde, braucht man vielleicht irgendwie noch ein Feld, das jetzt genau die Sozialversicherungsnummer beinhält, dann sagt man, okay, ich schreibe jetzt die Änderung, bringe das ein und das geht zurück und dann kann man, wenn man es in Österreich nutzt, zum Beispiel eben ein Feld haben mit Sozialversicherungsnummer. Das ist, wie gesagt, der Riesenvorteil, man hat keinen Hersteller dahinter. Also auch wenn ich jetzt gesagt habe, ich bin von Oracle, das ist völlig egal in dem Kontext, weil wir uns selbst auch in der Firma an diese GPL halten und von der Open Source Community im Endeffekt die Produkte oder die Pakete nehmen, kompilieren und unseren Kunden zur Verfügung stellen. Und wenn unsere Entwickler, Kernel-Entwickler oder so, irgendwas ändern, eine Erweiterung bauen, dann stellen wir das genauso als Firma wieder der Community retour und das ist genau der Punkt, dass man da nicht abhängig ist, zum Beispiel von einer proprietären Software wie Windows. Also da kann man nicht sagen, mir gefällt das nicht, ich hätte das gern geändert, das wird Microsoft nicht wirklich jucken. Ja. Dann komme ich jetzt zu dem Punkt, was ich erwähnt habe. Was ist Oracle Linux? Es ist im Prinzip eine 100% binärkompatible Distribution zu Red Hat Linux. Das habe ich vorher vielleicht noch nicht ganz erwähnt. Distribution ist eigentlich dann das Bündeln von Software, also GNU Software mit Kernel und das Ganze quasi paketiert für den Kunden zur Verfügung gestellt. Viele von Ihnen werden vielleicht auch CentOS kennen und Fedora und auf Desktops läuft da zu Hause gern Linux Mint oder so. Das ist im Prinzip eine Distribution, die zusammengestellt wurde aus Paketen mit einem gewissen Kernel und das wird der Community zur Verfügung gestellt. Das Ganze ist seit 2006 verfügbar. Es ist frei zu nutzen, wie gesagt, der Open-Source-Gedanke zu patchen und weiterzugeben. Das heißt, man kann definitiv einen Enterprise-Server, also Enterprise vielleicht für die, die jetzt nicht genau die Richtung da haben. Enterprise-Software wird immer dann genannt, wenn es in einem Rechenzentrumsbetrieb einsetzbar ist. Ich sage, jede Software, wie ihr Linux meint, ist sicher nicht schlecht, aber ist jetzt nicht Enterprise-fähig. Das ist so für einen Desktop geeignet. Nicht wunderbar, aber hinter Enterprise-Software stecken dann eben noch Entwickler und Support und so weiter. Ja, wir haben zwei Kernels drinnen, also den Kernel habe ich vorher schon angesprochen. Den Kernel ist ja auch ein Open-Source-Produkt, den kann man sich im Prinzip bei kernel.org ansehen und kann schauen, was ist gerade für aktueller Kernel drinnen. Da wir, wie gesagt, Red Hat-kompatibel sind, haben wir einen Red Hat-kompatiblen Kernel, der im Endeffekt ident mit Red Hat ist und einen UEK, der Unbreakable Enterprise Kernel, ist nur von unseren Engineers für Software, die bei uns im Haus läuft,
optimiert, ist aber auch im Endeffekt unter Open Source. Das heißt, alle Änderungen, die in dem Kernel gemacht wurden, sind im Endeffekt auch nachlesbar im Web, dass man nachschauen kann, was wurde in dem Kernel geändert. Wie gesagt, auch hier wieder, Source Code ist frei zugänglich und in der Git, die Git ist quasi so ein Dokumentationsarchiv, wo man nachsehen kann, was wurde gemacht. Also kann man dort nachsehen und wie gesagt, Source Code frei zugänglich. Auch patchen kann man frei, also das heißt, es ist im Gegensatz zu Red Hat, wo man Support kaufen muss, dass man patchen kann, beziehungsweise bei CentOS kann man auch patchen, aber da ist eigentlich nur die Community dahinter, hat man bei uns im Endeffekt Developer dahinter, die sich um die Patches kümmern. Ja, und es läuft ganz einfach unsere Datenbank, Fusion Middleware, WebLogic, das ist vielleicht der Begriff, wo Sie kennen, wo Sie sagen, okay, mit Oracle verbinde ich diese Dinge, das läuft. Also Oracle Linux ist quasi die Basis für diese ganze Geschichte. Ganz kurz zusammengefasst, nur das sind eben Funktionen, die dieses Betriebssystem beinhaltet und deswegen habe ich eigentlich gesagt, okay, wir haben alle diese Funktionen, die nötig sind, um GNU Health im Prinzip lauffähig zu machen oder die Software quasi zu installieren. Ich habe mir die Installationsanleitungen durchgelesen, da sind im Prinzip Fedora, Ubuntu, Arch Linux und so weiter beschrieben, aber zum Beispiel kein CentOS oder auch kein Red Hat Linux und natürlich auch kein Oracle Linux und jetzt habe ich gesagt, okay, ich probiere es mal aus. Es ist ein Linux, wir haben alle möglichen Pakete zur Verfügung und habe ganz einfach mit der Installation von GNU Health begonnen. Im Prinzip, wir haben gesprochen, es ist Triton als die Basissoftware oder Betriebssoftware drunter. Es ist die Postgres-Datenbank drunter, die auch wir, weil sie ja auch Open Source ist, zur Verfügung haben. Und so habe ich ganz einfach mein System einmal zusammengestoppelt und habe gesagt, okay, ich brauche noch dieses Paket, dieses Paket. Es funktioniert normalerweise unter Linux eh recht einfach, weil man installiert ein Paket und Abhängigkeiten werden normalerweise immer aufgelöst. Das heißt, wenn ich irgendein Paket installiere und das benötigt andere, werden die ganz einfach mit installiert. Das heißt, das ist schon sehr, sehr angenehm. Und so bin ich dann eigentlich dazu gekommen und habe gesagt, okay, mein Betriebssystem ist jetzt soweit fertig, die Datenbank läuft. Ich installiere mal wirklich jetzt die komplette GNU Health Software. Das ist, da gibt es einen Installer dahinter, den startet man und dann läuft es. Ich sage jetzt einmal, bei mir war es eine virtuelle Maschine. Ich schätze mal, es ist gelaufen 5, 6, 7 Minuten. Dann ist im Endeffekt die komplette Software installiert. Dann hat er im Endeffekt auch diesen Triton, die Triton-Software mit installiert. Das heißt, das lädt er zwischenzeitlich in dieser Installationsroutine mit runter. Macht natürlich Anpassungen in dem System und am Schluss sagt er ganz einfach Installation of GNU Health 3.2.9, das ist jetzt die aktuelle, also latest Release, successful. Und danach habe ich ganz einfach das Ding nochmal gestartet und im Endeffekt, ja, es läuft. Und es ist wie gesagt Open Source. Und ich möchte jetzt in dem ganzen Thema natürlich ein bisschen weitermachen. Wir haben vorher schon gesprochen, auch die Dokumentation in Deutsch. Nachdem ich in einer englischen Firma, amerikanischen Firma arbeite, ist für mich, sage ich mal, die englische Anleitung wahrscheinlich die, die ich mehr nutzen werde als eine deutsche. Aber vielleicht arbeitet man gemeinsam auch an der deutschen Fassung, dass man sagt, okay, man kann es auch Leuten hier irgendwie schmackhaft machen, dass man sagt, ausprobieren, nutzen und ich finde den Gedanken ganz einfach extrem interessant, dass man sagt, für Länder, die ganz einfach das Geld nicht haben, Open Source Software zur Verfügung zu stellen und Open Source Produkte, dass man sagt, das macht Sinn. Und deswegen habe ich gesagt, gerne und ich bin auch gern bei einem nächsten Meetup wieder dabei, hoffentlich mit neuen Erfahrungen, dass man vielleicht ja, eine neue Release oder vielleicht eine fertige virtuelle Maschine zum Download bereitstellen können, wo dann jeder im Endeffekt sie mit einem kleinen Programm, das nennt sie Virtual Box, ist aber auch Open Source, runterladen kann und das selbst ganz einfach auf seinem Rechner ausprobieren kann mit einer kleinen Anleitung, dass man sagen,
jeder, der möchte, kann es dann ganz einfach einmal ausprobieren und sieht dann auch, vielleicht gefällt es ihm und macht dann auch in dem ganzen Thema weiter. Gut, falls von Ihrer Seite her jetzt Fragen sind, ich sage einmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ja, einer regen Diskussion stehe ich gerne zur Verfügung. Danke. Gut. Gibt es Fragen dazu? Kann man irgendwie... Ja, gerne. Ich habe wahrscheinlich alles versäumt, aber Oracle, ja. Linux ist eine Distribution, ist ja. Eine Linux-Distribution. Ja. Seit wann gibt es die? Seit 2006. Aha, und wofür ist die gedacht? Ist das die Enterprise-Distribution, ja, wie Debian zum Beispiel? Ja, im Prinzip wie Red Hat Linux oder wie SUSE Linux. Okay. Es gibt im Prinzip drei wirkliche Enterprise-Hersteller. Debian ist so ein bisschen, die machen teilweise auch Support, aber im Prinzip ein Enterprise-Linux-Hersteller oder Linux-Distributor liefert auch Enterprise-Support und das ist im Normalfall 7x24 oder zumindest 5x9 Support mit. Alle anderen Distributionen sind Open Source oder Community-Distributionen, wo im Endeffekt, sage ich mal, jeder in der Community mitarbeitet und wenn irgendwer sagt, ja, ich kenne den Fehler oder ich habe die Lösung dazu, stellt das rein. Okay. Ohne jetzt aber die Gewähr, dass das wirklich funktioniert. Es kann funktionieren, kann aber auch den nächsten Server in einen Panic bringen und sagen, geht leider nicht. Publiziert Oracle, also ich nehme an, das ist die Firma Oracle. Ja, das ist, genau, das sind wir mit. Publiziert sie Upstream und Downstream, wie Red Hat auch? Was meinen Sie damit? Im Prinzip gibt es Developer-Versionen und Enterprise-Versionen, die stabil laufen? Oder nicht? Es gibt eine Version. Aha. Und die kann sich jeder runterladen, nutzen, okay, patchen. Ist das stabile? Oder? Ja, natürlich. Okay. Das ist im Endeffekt, ich habe gesagt vorher, das war ganz am Anfang. Wir sind 100% binär kompatibel mit Red Hat. Das heißt, jetzt gibt es momentan die Red Hat 7.4 Version. Ja. Unsere Version heißt Oracle Linux 7.4. Okay. Und die ist frei downloadbar, frei zu nutzen. Warum macht man da zwei? Weil das ist das gleiche offensichtlich. Was heißt zwei? Red Hat und Oracle. Red Hat ist eine Firma, genauso wie wir Oracle sind. Okay. Also Red Hat verdient Geld damit, genauso wie wir Geld damit verdienen, mit dem Support. Ja. Die Software ist Open Source. Red Hat verdient im Prinzip schon damit, dass sie sagen, okay, sie verkaufen quasi auch die Open-Source-Software und man kann sie nur nutzen, wenn man Support dazu bezieht. Man kann es nicht frei nutzen. Für die freie Version stellt Red Hat CentOS zur Verfügung und sagt, nutzt CentOS, das ist die Community-Version. Nur wir sagen, Oracle Linux, ja, das kann ich vom Laptop über den Server im, ich sage jetzt, Arztzimmer bis ins Rechenzentrum, es ist die idente Version. Okay. Und ich kann sie frei patchen und wenn ein Kunde sagt, ich brauche aber Support dazu, dann kann er Support kaufen, muss aber nicht. Und das ist, wie gesagt, der Riesenvorteil von bis. Gibt es im Oracle Linux irgendwelche Pakete, die für NuMate nötig sind, die nur im Oracle Linux drin sind und woanders nicht? Nein. Nachdem wir genauso eine Open Source Distribution sind, ist es genau so. Also wir haben Postgres mit drinnen, wir haben Python mit drinnen. Gut, Triton wird generell runtergeladen mit einem wget-Befehl aus der Installationsroutine. Ja. Aber das ist, glaube ich, in keiner Distribution drinnen. Aber ist auch Open Source, also somit ist das auch kein Problem. Und das lädt sich, wie gesagt, die Installationsroutine runter. Okay. Danke. Gerne. Gut. Gibt es sonst noch Fragen? Wie schaut das aus mit der Zertifizierung für Arztpraxen? Gibt es da irgendwas in der Zwischenzeit? Muss ich an dich weitergeben, weil das ist... Ja, also natürlich, die Zertifizierung wird dann mit dem Hauptverband und mit der Ärztekammer durchgeführt. Und da muss man bestimmte Dinge erfüllen, man muss, zu dem kommen wir eigentlich, glaube ich, noch. Aha. Also das, da muss man 150 Datensätze sozusagen importieren und muss dann die bearbeiten und dann wieder exportieren und dann muss das im Endeffekt wieder dasselbe sein, was vorher reingekommen ist. Also das ist sozusagen eine Zertifizierung, die dann von der Ärztekammer ermöglicht wird. Okay, ja. Muss die jeder einzeln machen oder macht es irgendeine
Institution, du selbst oder wer immer? Ja, also das macht natürlich bis jetzt, nachdem es nur die Closed Source Programme verfügbar sind, machen das einmal die Firmen. Und ja schon, aber für das GNU Health. Für das GNU Health wird das Ziel sozusagen, dass ich das mit gemeinsam anderen hier, okay, dass wir das initiieren. Okay. Wobei ich schon auch hoffe, dass da die Ärztekammer, da wir auch dazu gewinnen können, dass das von der Ärztekammer dann vielleicht auch, ja, mitgetragen wird. Ja, wenn ich vielleicht auch noch bitten darf, das durchzugehen, sich da einzutragen. Nochmal vielen Dank, Fritz. Also vor allem wirklich ganz toll die Botschaft, dass das für jemand, der sich überhaupt nicht mit GNU Health bisher beschäftigt hat, natürlich jemand, der Spezialist ist, was jetzt DTV betrifft und Linux betrifft, aber der das trotzdem, ja, einfach installiert und das läuft. Ja. Genau. Das war sozusagen. Support zur Verfügung stellt, das ist ja das. Naja, Support, wie gesagt, das, was ich momentan als Erfahrung habe, kann ich zur Verfügung stellen, jederzeit. Ja. Gerne. Entschuldigung. Gibt es nachher noch eine Live-Vorführung? Wir können uns im Endeffekt an die GNU Health, ja, an die Demo-Database connecten. Ja. Und können wir gern machen. Ein Ausführen? Ja, können wir, ja, gern machen. Ja. Das wäre toll. Also schauen wir, wie es sich, ja, passt und ob es auch dann von Filmen her geht. Das ist wahrscheinlich nicht so gut zu erkennen, aber wir können uns schauen. Mhm. Das geht prinzipiell, ja? Ja. Gerne. Ich habe erst kürzlich von dem Ganzen erfahren. Ich bin jetzt seit 2 Tagen auf Meetup. Seit 2 Tagen auf Meetup erst. Ah, okay. Ja. Ich habe gelesen, irgendwo auf der Wiki oder was weiß ich wo, Indonesien hat komplett umgestellt auf GNU Health. Kann das sein? Jamaika hat 300 Installationen gemacht, wobei ich jetzt nicht den Netzstand weiß, aber die haben das wirklich. Das Ding ist doch ein Krankheitsinformationssystem, oder? Genau. Wer ist verantwortlich, wenn da was schief läuft? Ja, das Gesundheitsministerium von Jamaika. Also da sind natürlich dann die Institutionen, die das initiiert haben, stehen ja dahinter. Aber die machen das halt zu einem Hundertstel von einem Preis von einer westlichen Situation. Also ich weiß noch, ob ihr das in den Medien irgendwie gelesen habt. Also das KISS, das war noch, ja, wie Andreas und ich sozusagen zu arbeiten begonnen haben bei der Pharmed, da war das KISS noch das Krankenhausinformationssystem, ja, im AKH. Ja, ja. Und seit 2002 oder sowas, glaube ich, ist das AKIM gekommen. Ja. Und da sieht man in den Profil und sonstigen Medien, ist es ja mittlerweile für das ist Update für dieses neue Programm, nur für das AKH Wien, 60 Millionen Euro. Also das, ja, also in Argentinien habe ich gehört von den Kollegen, die machen Installationen in Spitälern in Argentinien um 3.000 Euro. Ja? Also die kriegen das hin mit GNU Health. Verstehe. Also das ist außerhalb getestet, also von den eigenen Anwendern am Ende. Gibt, ja, eigene. Wie kann man das selber testen? Es gibt einen Community-Server, du kannst dich einloggen. Mhm. Ja, also unter, also du kannst auch auf meinem Server reingehen, also ghd.hagenbichler.at, beziehungsweise dann der Community-Server von GNU Solidario. Kommt dann auch der Link, ich weiß jetzt nicht auswendig, dass ich nicht falsch sage. Also das kann man dann einfach austesten. Ja, man kann in der eigenen Sprache machen, wobei ja, Spanisch, Englisch, Deutsch, Französisch ist teilweise dabei. Also das deutsche Fassung, da habe ich mich natürlich selber ein bisschen verantwortlich dafür gefühlt, also da müsste man noch einiges machen. Ja, aber rechtlich sind die Anwender verantwortlich? Naja, rein rechtlich. Also rein rechtlich ist man auch bei der Closed Source prinzipiell verantwortlich, ob ich jetzt mit dem Programm richtig umgehe. Also ich darf natürlich jetzt nicht das Passwort irgendwo frei verfügbar machen oder so ein Passwort wählen, dass jeder sich hineinhacken kann. Ja. Aber natürlich, der Unterschied ist, dass die Firmen eine Art sozusagen Garantie natürlich abgeben, dass sie sagen, also wir stellen das zur Verfügung und dann auch fürs Update oder Ähnliches verantwortlich sind, während GNU Health die Community verantwortlich ist und damit jetzt niemand einzeln verantwortlich gemacht werden kann. Die Frage ist halt sehr high-level. Ja. Ich bin selber in einer dieser geschmähten großen Firmen, Agfa Health, unterwegs, aber auch bei Agfa Health, Marktführer im Dachbereich für Krankenhausinformationssysteme. Und wir haben natürlich eine ganze Reihe von Prüfverfahren auf verschiedensten Ebenen. Also die Frage, die ja ursprünglich gekommen ist, ist, was passiert, wenn in Jamaika das schief geht? Es ist natürlich die Frage, auf welcher Ebene da was schief gehen kann.
geht auf einer Ebene was schief, was also im Krankenhaus auf der Hardware-Ebene passiert, auf einer einzelnen personellen Ebene, ein Patient stirbt oder was auch immer. Das sind ja verschiedenste Ebenen, wo was schief gehen kann. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass jedes Krankenhaus dafür verantwortlich ist, dass es, wenn es eine Software einsetzt, es selber eigenen Gesetzen oder den Gesetzen des Landes, der Krankenhäuser und so weiter unterworfen ist. Auf der anderen Seite, der Softwarehersteller muss auf verschiedensten Ebenen beweisen, dass seine Software adäquat ist. Also ich sage nur, wir haben jetzt zum Beispiel das höchsten Level im deutschsprachigen Bereich das Medizinproduktgesetz. Das läuft auf einer Ebene ab, die die Software in Teile zerlegt, wo er gar nicht einmal dann auf die gesamte Krankenhaussoftware ein Pickel draufkommt, sondern nur einzelne Bereiche rausgenommen werden und die in jedem Zyklus der Auslieferung und so weiter begleitet, dokumentiert werden muss, wo das bei einer bestimmten Anzahl von Kunden evaluiert werden muss, was neu gemacht wird, es muss genau alles niedergelegt werden, es ist ein genauer Ablauf dieser Zertifizierung vorgeschrieben und. Das sind extreme teure Prozesse, deswegen wundert mich da die 62 Millionen in keinster Weise. Das sind alles Dinge, die einfach extrem teuer sind. Ich bin trotzdem fasziniert von dem Projekt, dass das da geht. Und deswegen bin ich auch interessiert, wie dann solche Prozesse in dieser Software abgedeckt werden sollen. Das ist eine immense Aufgabe und bin schon gespannt. Ob ja, dann gehen wir das nächste weiter. Dann machen wir jetzt.